Und jetzt schalten wir noch mal live in die US-Hauptstadt zu Tina Hassel, denn viele Fragen sind noch offen. Es sollen ja noch zwei Bomben gefunden und auch entschärft worden sein in der Nähe der Strecke. Was wissen Sie darüber? Ja, es ist eine Bombe gezielt zur Explosion gebracht worden. Zwei weitere sind gefunden worden und auch entschärft worden. Es ist genau, wie Sie gesagt haben, Gabi Bauer, hier ein geplanter und größerer Anschlag. Vor wenigen Minuten ist ja der Präsident an die Öffentlichkeit gegangen. Obama hat zunächst allen Opfern und ihren Familien sein Mitgefühl ausgesprochen und seine Hilfe zugesagt. Er hat dann aber gesagt, wir werden die Täter finden und wir werden sie zur Rechenschaft finden, ziehen. Er hat ganz bewusst nicht das Wort Terroranschlag benutzt. Das allerdings hat das FBI bereits getan. FBI-Chef Mueller spricht von einem Terroranschlag und hier wird jetzt breit diskutiert, ob diese Spur nach außen führt, ob internationale Terroristen dahinter stecken könnten oder ob es eventuell auch Amerikaner sein könnten. Denn das ist ganz auffällig. Ebenfalls im April, am 25. April 1995, war das sogenannte Oklahoma-Bombing. Das war vor 9/11 der blutigste Terroranschlag. Und das war damals ein weißer Amerikaner, der dies getan hat. Es wird also in alle Richtungen untersucht. Informationen von Tina Hassel, ganz aktuell. Vielen Dank.